Wenn, würde ich wahrscheinlich das nehmen. Das heißt, komm schnell zu einem Haus, so ungefähr. Immo Express. Ich würde eher zu dem Immo Express tendieren, ja. Kann ich nicht wirklich begründen. Easy klingt mir sehr windig. Ich würde Easy Home nehmen. Klingt einfacher. Klingt einfacher. Okay. Nicht so sperrig. Okay. Easy Home. Eher? Easy Home. Das klingt ansprechender. Immo Express. Das war das Easy Home, das hat so den Geschmack von der Easy Jetline. Immo Express, weil der mich doch eher an eine Immobilie erinnert. Easy Home hört sich so nach, ja, weiß ich nicht, irgendwelchen anderen Artikeln an. Immo Express, weil Easy Home erinnert mich an Easy Jet und das ist dann nicht so wirklich seriös. Immo Express. Ja, das andere sieht so wie so eine Flug, würde ich eher für so eine Fluggesellschaft mir vorstellen. Erinnert mich wahrscheinlich an Easy Jet oder sowas, ja. Easy Home. Also vom Aussehen her, ich finde die Schrift irgendwie schön, also es wirkt auf mich. Und irgendwie vom Namen her gefällt es mir einfach besser als Express, also auch vom Klang und so her. Ich kann mir damit irgendwie eher einen Immobilienkredit vorstellen, bringe das eher in Verbindung als jetzt Immo Express. Immo Express. Also Easy Home, okay, Home deutet zwar schon auf irgendwo Haus hin, aber das kann auch irgendwie ein Tarif sein, der Easy Home Tarif. Und bei Immo, okay, da weiß ich, dass es sich wirklich um eine Immobilie handelt.